Hallo, Kinder. Shadows of the Damned geht weiter mit Ben und Marisia. Teil 2. Yeah! Juhu! Shadows of the Damned Teil 2, Leute! Ja! Sex und Zerstörung und Hölle und Johnson. Und Gassier und Alkohol. Und Diamanten und Babys, die Hirne fressen Und fucking Hardcore. und Augen. Und Erdbeeren. Was haben wir nochmal im ersten Teil erlebt? Das war ein ziemlicher Mindfuck. Ich hab keine Ahnung. Also, okay, also Garcia neigt dazu, die ganzen Dämonen was? Schlachten. Ja, Garcia ist eine Dämonenjäger. Und der Herrscher Fleming ist voll angepisst. Und deswegen hat er jetzt Paula, seine Freundin, entführt und lässt sie jetzt immer wieder sterben und erstehen. Ja, und in der Zwischenzeit macht er schlimme Dinge mit ihr. Keine Ahnung, was für schlimme Dinge. Ja. Wir haben unsere Freundin schon hier. Oh, Dämonenscham. Wir haben unsere Ach, Freundin die schon, Schicksalspflanze. Na. Gesehen? Ins Strapsen. Hier ist das Johnson Pedior. Ja, schön. Oh, geh mal. Leuchter Kackhaufen. Wo wir jetzt mal aufgehört haben. Schieß mal die Kiste kaputt. Wollt schon. Hä? Na, du, ist hier noch eine Kiste? Nee, ich glaub. Ah, Hilfe! Oh, Oh mein fuck. Gott, es ist ein Fass! Töte es! Töte das Fass. Kann man nicht. Tja, dann mach das nächste Beste mit dem Fass. Oha. Bill Welt Fleming Fleming. ist eh der Einzige auf dem Sitzhimmel? Kasten. Yeah, right. Do you know what happened to the last demon who tried that? No. Neither do I, G. All they found was a shish kebab with two ears, two eyes, two kidneys and two. Never mind. Oh. Stimmzettel. Stimmzettel, genau. Also in anderen Worten, Bild Fleming, sonst werdet ihr zu Kleber verarbeitet. Oder Schaschlik. Oder mit zwei Augen, zwei Nasen, zwei Ohren, zwei. Irgendwas. Das Spiel ist zweideutig, ihr müsst wissen, Ja. was gemeint ist. Wohin geht's da unten hin? Weiß ich nicht mehr. Also alles weiß ich nicht mehr. Ich glaube, gleich kam Gegner nochmal. Ah, ich muss jetzt jemanden da in der Kiste. Kiste, Kiste. Ich meine, bis auf so einen Lichtschuss geht. Erstes Beknatter. Warum geht's nicht mit dem Lichtschuss? Oh. Natürlich. Ich finde, wenn man hätte das auch ruhig mit dem Lichtschuss machen können. Geht doch nicht. Oha. Ey, haben Two Best Friends Play bei der Szene nicht aufgehört? Ja. Wollen wir auch Vor aufhören? allem. Komm, wir hören auf. Nein. Wir sind härter. Vor allem, warte mal, die Köpfe. Ja, die Köpfe sind einfach schon gerade. Oh, Vor allem, sind es immer Alter. die gleichen Köpfe? Alter, das ist unheimlich, Mann. Ich würde es nicht wundern, wenn das das Entwicklerteam war. Ein paar Leute davon. Ja, ihr habt das Spiel nicht gut gemacht. Ich bring euch um. Die finden ja immer einen Weg, wie sie sich irgendwie einbauen sollen, beziehungsweise einbauen können. Ich würde auch gerne mal in einem Spiel auftauchen, du auch? Ben? Wer weiß. Vielleicht irgendwann mal in unserem eigenen Spiel. Ich würd gerne Deadly Premonition 2 auftauchen. Willst du wirklich mit Chris und Wolf in einem und demselben Spiel sein? Das wäre doch voll geil. Okay, ich hör's auf. Ja. Alter, das ist doch voll gruselig, Vor allem, wer hat Mann. die Köpfe einfach da runtergeschmissen? Oh, das Und sind die hängen wir. da alle schön an der Seite noch dran. Ja. Hat dieses Spiel Physics? Ich glaube nicht. Naja, wenn du mal siehst, wie die Köpfe. Nee, warte, Kisten fliehen. Warte. Ich renn mal voll gegen. Geht nicht. Garcia Hotspur versus The Fuzz. What the fuck ist jetzt Someone is los? trying to bring down the house. Vor allem, wenn wir jetzt in irgendein anderes Spiel können, wir jetzt mit dem Brecheisen irgendwie die ganzen Fässer oder Angst. Und Kisten irgendwie aufbrechen. Aber nein, müssen sie ja alle aufschießen. Wie findest du bisher eigentlich die Hölle in Shadows of the Damned? Das
ist die Hölle? Ich dachte, das wäre hier. Ja, Unterwelt, Hölle. Ich dachte, das wäre eine nicht näher genannte Hauptstadt hier in der Nähe. Hä? Berlin? Ja. Manchmal ist es ja auch die Unterwelt, Hölle, ist das das gleiche? Nicht mal nur. Hätte ich jetzt irgendwie Köln gesagt oder so. Ah, da ist was drin. Wo? Hinter der ersten Tür. Hä? Kannst du mal hier die Tür mal reingucken? Nein. Außer dass irgendein Dämon dir hier ins Gesicht fällt. Kannst du nicht schlimmer werden, oder? Shadow Alert, G! That corpse is reacting to the darkness. Light this place up before it spawns more demons. Schieß die Ziege. Und jetzt erschießt die Typen, die gerade in Slow-Mo über das Ding geklettert sind. Oh, in den Magen. Oh, mein Kopf ist weg. Ich glaube, es kommen gleich noch mehr. Ja, warte erst mal. Ich meine, guck erst mal in die Türen rein. Da könnte ja was richtig ja, drin sein. Ja, es könnte aber noch mehr. Komm. Erdbeere. Stormy! Was zu saufen? Und da drin ist... nochmal zu saufen. Wir gehen mal zurück, weil da war ja gerade so ein komisches Bling an der Tür. Scheiße! War ja irgendwie klar. Warum war das grün? Oh, Ficker! Geh nochmal zurück. Da war so ein nettes Baby. Da. Ein roter Diamant. Ach, eben noch. Den auch. Wir jetzt. Naja, ja, aber dann kommt ein anderer Upgrade verfügbar. Okay. Okay. Was nehmen wir denn mal? Oh, alles okay? Ja, mir geht's gut. Lichtschuss, naja, Feuer. Ja, Betäubungszeit ist halt, wie lange die halt betäubt sind, ne? Also ich würde sagen, nehmen wir mal beim Boner nachladen. Nachladetempo. Alter, ich hab mich voll erschrocken gerade. War mir irgendwie schon klar. Also dass da jetzt irgendwie ein Gegner rausgesprungen kommt. Okay, Moment. Siehst du, Garcia kann jetzt viel schneller nachladen. Ja. Ah. Some kind of diagram. I don't know. You leave town for a few demon centuries and suddenly there's all this amazing new technology when you get back. Jetzt macht alles einen Sinn. Woher die Dämonen kommen? Okay. Ja, irgendwie. Oh, die Finsternis. Ach so, es wird ein normales Schloss. Ja, schnell, lauf zum Herz. Oh, der Mond. Niemals. Mission. Und das Licht. Nennt er ist irgendwas? Nö. Mit dem Karren. Oder? Ach nee, das war das Licht. Alter, mach das. Das sah nur gerade so aus, als ob da irgendwas wäre. Alter, mach mir keine Angst. Keine Panik. Oh, passiert jetzt irgendwas? Sind wir ohne zu wissen in Metal hier reingefahren? Yes, kind of. Durchs Tor der Verwirrtheit. Ja, sei mal ruhig. Bin ich ja schon. Oh, fudge! What am I talking about? This is what caused those tremors! It's a melody of death! Oh my god! Oh my god, 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 god! Why should I be afraid of a few puny earthquakes? What the hell? Oh, nearly keep us startled. Are you afraid of that? Shit.
Scheiße. Na, ja. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Naja, die sind verfickt schnell, das ist das Problem. Ah, was? Habe ich die gerade getroffen? Ja, okay. Also Lichtschuss ist schon mal... Pissel ist schon mal weg. Ja, wie man sieht, man... Oh, Lichtschuss, triff! Also ich muss nur gerade sagen, es ist... Das Dumme ist, der Bastard ist verkackt schnell. Aber Garcy war schon angetan von dir. Ja, ist ja klar. Garcy, Schatzi. Oh, oh, tschüss. Nämlich, ich bin gerade noch ein bisschen... Nein! Natürlich! Genau, bekacktes Kackmoment muss der bekackte Kackmensch nachladen. Nein! Oh, ich mag's einfach nicht, wenn Gegner so scheiß schnell auf mich zugerannt. Ich bin einfach nur Nein! Garcia! Ey, der kann mir doch nicht erzählen, dass der... Der ist sowas von durchtrainiert, ne, aber bewegt sich wie Bock. Ich find's sehr faszinierend, dass er sich so schnell quasi bewegen kann, also... Dass er so schnell rollt. Der? Ach. Ja, du meinst, ist hier. Oh. Dass er so schnell wegrollt. Aber schnell rennen kann er nicht, das ist echt nervig. Aber bisher wurde ich noch nicht getroffen, oder? Na, wir müssen noch in einem Stück. Und... Lichtschuss! Und... Oh... Alter, bleib stehen doch mal! Oh, fuck you. Ja, ich überlasse den Gegner mal lieber. Ja. Alter, hab ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Keine Ahnung, also... Du hast ihn getroffen, aber anscheinend hat er auch keine Reaktion gezeigt. Dann hab ich nicht getroffen. Ah, ich will ein bisschen Munition wieder einsammeln. Aber das ist jetzt eigentlich ja der erste Boss-Gegner. Der ist schon so verdammt schnell. Ja, und der kommt leider öfters, der Hund. Ach, Scheiße. Und ich hasse diesen Gegner. Aber der kommt nicht wieder als Standard-Gegner, oder? Ich muss kurz überlegen. Ich weiß, er kam noch ab und... Ich weiß nicht, woran das jetzt... Irgendwie hat er uns noch nicht getroffen. Oh nein! Alter! Kann er nicht beim Rennen nachladen? Oder kann Garcia nicht mal hier einen 6-Schuss-Revolver benutzen? Statt 5-Schuss? Weiß ich nicht. Oh, oder ich muss Waffe wechseln. Oh nein! Alter, der Gegner geht mir jetzt schon wieder aufs Hemd. Also wird's getroffen. Das war doch jetzt ein Volltreffer hier. Stirb doch mal! Ah, scheiße. Der Schuss dauert auch nicht so lange. Oh, fuck you! Ja, der Lichtschuss mit der Knarre dauert auch viel zu lange. Da wechseln wir hier wieder. Ah, warte mal, ey, ohne Scheiß. Es ist ja eigentlich ganz simpel, ne? Oh nein! Oh, ich hab das Gefühl, wenn ich dann richtig anvisiere, schießt er einfach zu spät. Oh nein. Dann ist er mal getroffen. Ja, aber er stirbt noch nicht. Und der Kampf dauert jetzt schon wieder zu lange. Zwei, drei Treffer hätten ja wohl gereicht. Oh. Naja, wenigstens ist die Musik im Hintergrund schön. Schön, dass du dich freuen kannst, mein lieber Ben. Ja. Alter, wie oft habe ich ihn jetzt getroffen? Ich muss aber schon sagen, stellt sich eigentlich ganz gut an.
ich hab den Idiot doch bestimmt schon, sagen wir mal, 6-7 Mal getroffen. Alter. Das ist bestimmt der Vorführeffekt. Wollen wir es jetzt let's play? Ich geb mir wirklich Mühe. Wirklich. Komm, ich hab ihn schon mehrmals getroffen. Der bekackte Scheiß-Lappen hier. Oh nein! Oh, leck mich doch! Ficker! Stirb der jetzt bitte mal! Bitte stirb jetzt! Ja, endlich! Stronger Demons require a constant supply of human blood, which they store in special repositories on their bodies. They're a source of great power, but also an exploitable weakness. Talk about wearing your heart on your sleeve. Auf dem Schreck mussten wir gerade erstmal schön was saufen, ne? Deptos. Depos. Depos. Boah, was ist los? Dürfte ich dann wieder oder ist es gerade unpassend? Ich glaube, es ist gerade irgendwas unpassend. Hä? Was? Ja, links Leiter. Achso, links Leiter. Ja, hier, auch du. So, macht euch bereit, dass ich in den nächsten 2 Sekunden sterben würde. Ich glaube, nachher kam auch gleich wieder ein Endboss. Okay, was haben wir hier Schönes? Eiscreme. Wer hat Erdbeerkuchen? Milchshake. White brains and eyes are on the menu, but why do demons like strawberries? You don't know about strawberries? They're demon fruit, G. Fleming's idea of a practical joke on the world of the living. They're made of ground up tongues. That's disgusting. That's not the half of it. You thought pop her cherry was just a figure of speech. Oh oh. Also ich mag meine Myrtenzungen gerne. Hä? Oh, scheint, als hätte der seinen Job nicht sehr gut gemacht. Der Spike hat zu viel geschrien. Nein, nein, das ist eine Munitionskiste. Deine Muni ist voll, wenn er nichts aufmacht. Aha. Okay. Also deine Knarre Muni ist voll. No. Oh. Was hier genau mitten rein. Was hast du für ein lustiger Geselle? That fellow looks like a VIP. Very important, pendejo. Something like that. Fleming gives his favorite souls special treatment. People who exited the world of the living in style. Yeah. It's good. Hardcore. Ja, pass auf, wenn du sie nur am Bein verletzt, können sie auch kriechen. Also wie normale Zombies. Ja. Little perks here and there. Such as. They get to keep their genitals. Das ist eins meiner Lieblingstracks vom Spiel. Mal kurz gucken. War nochmal Lichtschuss. Das war. Ach so, ja. Ja. Ich würde dir empfehlen, auszuweichen. Das ist der Lichtpass! Pass! Schieß einfach aufs Pass! Oh, auch vor allem noch die Mucke, wenn die Monster kommen. Brutaler Kill.
Okay, ja. Hast du gerade den brutalen Kill versucht? Ja, aber ich kann nicht laufen. Ah. Ah! Was tust du? Erstmal gerade so einen brutalen Kill zu versuchen, aber das klappt irgendwie nicht so wie geplant. Heil dich mal, Liebe. Vielleicht solltest du einen Tequila trinken. Nein, danke. Ich habe noch genug. Nee, es ist nur... Vor allem, was ich auch nicht verstehe. Er kann Holztüren eintreten. Warum kann er dann nicht einfach Kisten zertreten? Ey, es geht doch nicht. I'm coming, baby! Ich glaube ja nicht, dass Paula diese Blutfontäne gerade war. Wer weiß? Oh. Alter. Ey, der Spieler ist schon aber echt verdammt brutal. Jo, der ist, glaube ich, hinüber. Und der wurde gerade... Ich glaube, gleich kommt sogar der nächste richtige Bosskampf. Ole? Oh je. Ole? Ich glaube wahrscheinlich erst noch nicht. Das mag nicht. Ja, das würde es cool machen. Okay. Alter, bleib mir doch weg. Alter! Spring weg! Roll weg! Roll weg! Geht schlecht! Roll nicht fast! Gleich kommen, glaube ich, die nächsten Idioten. Was vor allem, ich wollte jetzt eigentlich wegspringen, aber was passiert? Nix. Der ein Auge. Heil dich mal, lieber, nur zur Sicherheit. And that barks darkness. And they said this neighborhood was gentrifying. Oh oh. Warte. Du kannst dich, glaube ich, nur in die eine Ecke verstecken. Alles wird Finsternis. Geh zurück in die eine Ecke. Ja, aber ich muss ja hier. Ja, ich weiß, du musst in Finsternis sein. Ich muss das Teil. Okay, ja. Ziel am besten schon mal. Mach dich zum Zielen bereit. Was denkst du, was ich mache? Und komm, Finsternis, komm! Los! Weil gleich kommen Gegner. Wo bist du? Scheiße. Ja, wird mal, guck mal langsam. Hallo? Blub, 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 blub! Oh, fuck, hau ab! Es gibt eine Ecke, wo du sicher bist. Weil das Dumme ist, die folgen dir jetzt. Dann sollen sie mir mal folgen. Ich habe hier einen schönen großen Lichtplatz. Ah! Okay, warum hat die Finsternis jetzt nicht geschützt? Okay, sie sind nur zu dumm, um dir zu folgen. Aber sie können nicht durch Türen, das ist schon mal gut. Tja, intelligente Zombie-Dämonen, die durch Türen gehen. Aber das gibt's doch nicht mal eine Walking Dead. Oder? Willst du auch ein Stück Schokolade? Ja, das wäre sehr nett. Bisschen Nervennahrung. Jetzt müsste ich nur mal schauen. Heil die Lichtziege erstmal. Du meinst erstmal die Ziege anschießen. Ja. Hier bist du wenigstens erstmal sicher, aber Vorsicht, die kommen gleich, die Arschlöcher.
Na kommt doch, ich habe ja einen Totenschädel-Demo für euch. Das Dumme ist, wenn sie wieder in der Finsternis sind. Dann heilen die sich oder was? Dann kriegen sie wieder ihren Schutzschild. Ich glaube, du kannst sie nicht tothauen damit. Doch. Alter, kann ich dich mal schlagen, bitte? Alter, halt dich doch nicht in der scheiß Ecke jetzt auf! Alter, was war das jetzt bitte schön? Ja, du musst irgendwann auch weg! Ja, versuch ich doch gerade! Du kannst dich da nur kurz aufhalten. Ich wollte ja nur aus dem Weg kloppen, aber... Ja, du stehst auch minutenlang da und kloppst die weg. Die kommen immer wieder. Ja, ich komm leider nicht alleine nicht vorbei. Ja, du hattest eine... Ey, komm, du hattest eine Chance, da wegzukommen. Jetzt darfst du alles neu machen. Ja, hallo. Na, Tacho? La 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 la. Ja, wissen wir. Let's find some darkness that gives us a clear shot at the switch. La 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 la. Wo ist die Finsternis? Hallo, ich will nichts trinken, warte nochmal. Warum hat er jetzt wieder was getrunken? Na, dann muss ich jetzt schon sagen, also das finde ich irgendwie dämlich, weil ich schieße und auf einmal trinkt er was. Warum? Weil er ein Dreifer ist. Weil er ein Bass ist. Ein verfluchter Säufer. A hand that barks darkness. And they said this neighborhood was gentrifying. Ja. Brauchst du jetzt noch nicht. Geht noch nicht, okay. Nee. Aber warum kommen die jetzt schon? Vor allem, warum kann ich gar nichts machen? Hä, was ist? Alter, ich verstehe gerade gar nicht, was da abgeht. Mach dich schon mal zielbereit, um die kaputt zu machen. Der Ben. Warte. Alter, lass mich doch durch. Erstmal die Tusse da oben, da musst du mal erstens abknallen. Ich glaube, hinter dir ist eine. Nein. Die kommen ja erst noch. Alter. Tipp doch. Ja, jetzt steht er in der Luft. Okay, die kommen nicht durch. Das hat keinen Sinn. Wenn sie... Komisch, gerade gegen es aber. Ja, wenn sie den finsteren Schutz haben, können sie nicht getroffen werden. Du musst den finsteren Schutz immer erst wegschießen. So, also jetzt. Okay. Ja, da irgendwas machen. Gut. Ich glaube, du musst es nochmal zurückgehen. So, jetzt habe ich hier. Jetzt würde ich gerne wissen, wo ich jetzt lang da lang. Nein, da wäre das Auge. Da will der wohl das hören. Ja, friss es, Leute. Friss es. Friss oder stirbt, Baby. Komm schon. Und was jetzt? XXX! So. Können die hier hoch? Weiß ich nicht. Sammel. Möchte ich die Leiter umstoßen? Nee, ich glaube nicht. Sollen wir mal erstmal das Auge an. Was zur Hölle ist das der? Mann, warte mal. Der erinnert mich gerade an, an irgendeinen Videospielcharakter. Ich weiß noch nicht an welchen.
Oh, hörst du das Baby? Ja. Hallo, ich will da runter. Garcia? Kann ich da runter. Wie dumm ist das denn schon? Obwohl die anderen sind auf einmal weg. Außerdem kann er ja sowas noch holen. Ist das ein Herz? Hä? Nein, ach, ist nur so. Ist jetzt ein Herz. Oh, dieses Kind. Das andere Viech, das liegt hier einfach auf dem Boden dann so. Tja. Das ist dumm. Ich finde auch, diese. Ja, dieses Ketchup-artige Blut. Ja, das aussieht wie Ketchup oder Farbe. Also ein Pfeilbild. Mach die Kamera wieder normal. So, genau. Die Kamera ist normal. Ja, aber war es gerade so ein bisschen anders. Ach, ich brauch so einen Johnson. Vor allem. Warte, ist das nicht der Typ? Ja. Oh je. Oh, Kürbis. Hamkin! Vor allem doch diese dezenten Markierungen, wo es lang geht. Einfach mal mit Blut so ein Pfeil auf den Boden geschmiert. Mhm. Du meinst jetzt hier, was er mit seinem Hinterteil macht? Mhm. Ich finde das sehr ansprechend. Ich nicht. Und das war jetzt ab in die Hölle. Also haben wir jetzt quasi Kannibalenkarneval. Also haben wir jetzt quasi schon mal das erste Kapitel fertig. Ich glaube fast. Wie fast? Ich glaube schon. Ja, guck mal, da kommt doch noch was. Ich meine das erste Kapitel, da steht Akt 2. Ja, Akt 2 ist glaube ich zweiter Kapitel. Das erste war ja hier mit die Einführung. Hä? Achso. Hast du was zu saufen? Na, guck mal. Ah. Eigentlich nochmal hier ein bisschen Tequila. Ja, das reicht aber erstmal. Wir müssen uns später noch Muni kaufen. Almeke. What? Ah, hallo Paula. Na, schön tot. Psst. Paula, wait! Stop running, my love. Paula, where are you? Ist der so blind? Oder blöd? What the fuck? Das könnte jetzt auch irgendwie so ein. Auch irgendwie ein Werbespot sein. Psst. Was für eine abgefuckte Scheiße. Erinnert mich an Lollipop Chainsaw gerade ein bisschen. Well, that killed my stiffy. Garcia, is that you? You came to save me. Look out, Jean! It's a trap! Das kam jetzt überhaupt nicht unerwartet. Ey, das ist eine abgefuckte Scheiße! Ich liebe es! Erstmal schön, dass noch das Bein snacken. What the shit? Demons like men, Garcia. They all try to get inside the prettiest girl. Sick! These twisted demons! Yes, well, that's the reason I left. Fuck this pendejo! Was heißt pendejo? Penner. Der Penner.
So, möchtest du denn diesen Kampf übernehmen? If Mr. Man on Monster wants to play, magnifico. Exzellente. Ich guck mal, ich meine, wie jetzt das wird. Naja, du musst jetzt halt durch die Gegend rennen und auf die Fässer schießen. Und was? Jetzt! Und ja, warte, nein! Was denn? Schieß auf den roten Punkt! Welchen Punkt? Den auf den Kopf, ja, mehrmals! Und wenn er aufsteht, hau ab, renn weg! Ah. Jetzt, schieß! Mach mich weg! Hüpf, Garcia, hüpf! Aber manchmal kommt der auch gleich von der Seite gerannt. Oh, shoot! Shoot, baby, shoot! Shoot! Okay, war's das schon? Nein. Alter, was zur Hölle? Die arme Ziege! Er entführt die Ziege! Where is that bastard? He must be hiding around here somewhere. Ich glaube, du musst jetzt hinterher rennen, bis du sie wiederfindest. Ah, warte! Oh, scheiße! Alter. Oh, fuck! Was zur Hölle? Wo ist... Was? Hallo? Was? Nicht was! Ah, hier. Geh am besten... Oh, warte! Schieß! Weißt du, was das Schlimme am Bosskampf ist? Ah. Die reißen mich emotional immer sehr mit. Wo ist denn das nächste Fass? Ah, da. Ah, hier. Ah, Alter! Oh, fuck you! Fuck this place! Versuch mal nachher mit der Schrotflinte zu schießen. Oh. Renn weg! Ich versuche es doch! Erin geht gerade nicht. Ah, ah. Angst! Hält hier auf, dass ab und zu eine Mundharmonika läuft? Ja. Hat er die Alter, am Mund? Keine Ahnung, aber warum entführt er die Ziege? Was hat ihm die Ziege getan? Hello? Damit die Fitzdennis kommt, ist hier richtig schön scheiße. Ich denke, er ist scared of you. He should be, Jay. He should be. Wo lang da jetzt? Da. Was ist denn jetzt? Ich weiß es nicht. Fuck this place! Hallo? Ich. Da hinten irgendwo? Ich wette, wir rennen gerade knallhart dran vorbei. Warte, ich glaube, es ist sie. Nein! Ah, da. Da. Jetzt mal, wenn wir fertig sind, ist der Jahrmarkt hier ein wenig. Schuld! Warte, zu früh oder zu spät? Oh. Zu früh! Jetzt mal, wenn wir fertig sind, ist der Jahrmarkt hier nicht mehr so ansehnlich. Der ist auch jetzt schon nicht ansehnlich. Guck dir mal das ganze Blut und Fleisch. Fleisch. Oh Gott. Oh Gott. Ey, der bricht doch gleich wieder aus irgendeiner Ecke, der Arsch. Ah! Alter, geh doch weg! Was ist das, Junge? Komm doch her! Ey, das Gast hier von selbst nicht rennt, ne? Ach ja, du musst Dings gedrückt halt, wie heißt das? Stick reingedrückt halten? RT oder wie das heißt hinten. Wo du schießt! Oh Gott, das war zu früh. Alter, jetzt hat er was getrunken. Achso. So, rennst du. Warte. Und. Jetzt! Na komm schon. Ich glaub, das war's. Yeah. Hässlicher Typ. Tot. Oh, ist das eklig.
Und wenn jetzt wieder Paul aus ihm rauskommt, dann super eklig. Yeah. Oh. Tja, Job wohl nicht richtig erledigt, ne? Du bist gefeuert. Du bist gefeuert, Junge. Jetzt musst du von Hartz IV leben. Nee, noch schlimmer. Was ist? Sammelt ein. Oh, geile Ringe. Nice rock. Shove it into my face, G. Trust me, it doesn't mean we're engaged or anything. Might be a tight fit, but okay. Vor allem der Typ. Blaue Juwel. Ich glaube, Jones müsste dadurch jetzt neue Fähigkeiten bekommen. Ja, oh, vor allem Gott, hat da gerade irgendwie einer nicht hier. So, what exactly was gemacht? Blue Gems let me transform into new tools of war. New gears of me. In other words, a new weapon. Magnifico. You know, I bet all the VIPs are walking around with Blue Gems. Aha, und ich glaube, es ist jetzt so eine Art wie ein Schrotflinten. Nee, Maschinengewehr. Ja, genau. Schießt mal kurz hoch. Ah, ich würde die Muni sparen. So, du musst ja, jetzt. Ja, ja, ich meinte nur, weil gerade hat die hier irgendeiner. Wie eklig das aussieht, ey. Ja. Hier hat gerade irgendeiner was mit dem Mund gemacht, wo wir den da hier ein Ding reingeschoben haben in Kristall. Zu diesem blauen Juwel. Ja, also. Gibt's hier noch irgendwas? Rote Juwelen oder sowas? Du kannst, oder? Nee, kannst dich ja hier umsehen, ob hier noch Munition liegt. Ich glaube, ich habe hinten, da hinten irgendwas gesehen. Okay, hier komme ich nicht durch. Oh, sag mir nicht, wir müssen. Aber ich müsste eigentlich. Nee, ich glaube, abgeschlossen. Ich komme nicht mehr da durch. Das finde ich toll. Und warum steht in der Hölle eigentlich ein. Hier so ein Benzingenerator? Das ist die Hölle, die darf man nicht hinterfragen. Da sind abgetrennte Köpfe, abgetrennte Köpfe. Außerdem. Blut. Er kann die Waffe genau gerade halten, obwohl er gerade geht. Alter! Warum schießt du den Munition weg? Weil ich wieder ein volles Magazin haben wollte. Hallo, ich weiß auch nicht, was da hinter der Tür auf mich wartet. 43 Minuten? Ach, wir schaffen noch ein bisschen was. Ich meine ich ja nur, wie viele Minuten wir schaffen. Also wird das Spiel jetzt noch besser oder schlimmer, oder? Ich glaube, es wird abgefuckter irgendwie. Geil. Was für eine schöne Welt. Und ich habe mich vorhin nicht erschrocken, als der Typ durchgebrochen ist. Natürlich nicht. Ich habe nur geschrien, so Anstandsschreien. Ja. Vielleicht ist er enttäuscht, wenn ich nicht schreie. Wer, Garcia oder ich? Nein, der Gegner. So, was mit den Zuschauern? Ich sag dazu nichts. Was für eine schöne Welt! Und Türen, die sich einfach selbst verschließen. Das ist normal in Tales of the Damned. You know I found Paula in a dumpster, right? What? You said you met her at the supermarket. I did. It was the bin out behind the dime a dozen. And you just picked her up out of the rubbish and brought her home? Why no? Sometimes I think I hardly know you. Oh. Ja, Leute, also. Ja, wenn du eine blonde, gut aussehende Frau Mülleimer findest, würdest du sie auch mitnehmen. Naja, also Leute, wenn ihr mal eine Freundin sucht, guckt einfach im Müllcontainer hinterm Supermarkt. Hinter dem Vielleicht am besten ist hinter ja Aldi oder Penny oder Lidl. Ja, was soll das? Boah, sieht auch schon wieder gruselig aus. Einfach mal gucken, vielleicht ist da eine vom Vortag runtergesetzt. 20% billiger. Ja. Außer Tiernahrung. Oh, lecker. Kennst du nicht diese Praktika-Werbung, wo sie das immer sagen? Oder habt ihr im Westen kein Praktika? Doch. Praktika ist überall. Oh, Lampe. Oh Gott, sie kommt! Wie abgefuckt! Well, if they pull up a chair, I would be happy to beat them with it. Sind sie alle abgefuckt? Oh Gott. Da findet ihr noch einer. B.
Hast du seine kranke Lache gehört? Ja. Yeah! Wir sind hier nicht in Dead Space. Ist mir auch beruhigt. Alter, was macht man? Ah, da, ach, da, er krabbelt. Wieder so mächtiger Pyramid-Head-Verschnitt. Vogelblut als Hacke. Ich glaube, da war noch der eine, der gekrabbelt ist. Achso, ist dann einer. Blut und Tod. Oh, dass das hier nicht selbst schon voll mit Blut sein müsste, ne? Ja. Vor allem über. Oh. Oh, das sieht so eklig aus. Das ist die Hölle, was erwartest du? Wieder, würde? Ja, gleich. Vor allem, was ich auch lustig finde, ich meine, hast du auch gerade gesagt, er müsste eigentlich schon längst voll mit Blut gespritzt sein, aber nein. Und dann so und das benutzt er als Haargel. Er musste seine komische Locke da irgendwie. Oh, lies das Buch vor. Alles gut. Der Mann, der nie genug hatte. The man who never had his fill. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlor, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the harmonica man as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, 6 pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good for it. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he consumed, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm. Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. Hoo-ah-ha! His harmonica filled the room with joy. After devouring 3 helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the plate of the old woman next to him. Juice dribbled down his chin. Go ahead, Georgie, she said. You're such a good boy, you shouldn't have to starve. But George had not had his fill. Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. Where are you headed? Said the man in the truck. Nowhere, said George. Anywhere. It was a new decade, and tonight George played to an all but empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. You don't know this guy, Mary. George is famous, been all over the tri-state area. With a wink, he added, man's insatiable. And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. Holy woodland creatures! Attaboy, George! Attaboy, George! Play that harmonica, she purred. But even after 5 trips to heaven and back, he had not had his fill. The morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to feel more, the other just wanted to feel. In his final days, George was all skin and bones. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily, and with an agonized grimace, he opened his mouth to beg for help. Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica? Once he was alone, George Reed looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. They found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile.
The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the harmonica man played his last song in this world. There were Gorkhas, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. Especially Mary. The end. Das sind so, ich glaube, eins von drei, vier Geschichten im Spiel. Also habe ich das richtig verstanden? Der Typ wurde halt immer dünner. Ja, ja. Also wie, Mann, also wie quasi in dem Stephen King Film Thinner. Kenn ich nicht. Also dünner. Kann ich aber kurz erzählen, also in Stephen King Film Thinner geht es halt darum, Typ überfährt irgendwie eine alte Zigeunerin auf der Straße oder so. Wird, glaube ich, entweder von der oder von ihrer Schwester dann verflucht. Mhm. Natürlich fährt er Amerikaner und er soll halt so viel essen, wie er möchte, wie er kann. Mhm. Aber er wird trotzdem noch weiter Gewicht verlieren und daran sterben, so. Oh. Auf jeden Fall am Schluss, ich will jetzt nicht spoilern, wie es halt endet, aber am Ende war er tot, oder was? Ich sag nichts. Okay. Auf jeden Fall, die Geschichte erinnert mich jetzt daran. Und kann es sein, dass das vielleicht auch ein bisschen Bezug auf den Bossgegner von gerade nimmt? Weil du hast ja gesagt, du hast da auch eine Mundharmonika gehört gerade. Ja. Also kann es vielleicht sein, dass dieser George Weed, hieß der? Dass er das gerade vielleicht jetzt gewesen ist? Nur, dass er jetzt sein Höllen-Ich ist? Könnte sein. Tja. So, und während ich hier mal durch die Gegend... Ja genau, die Mundharmonika war, glaube ich, an seinem Mund so dran gemacht, ne? Ja, weil er sie gegessen hat, anstatt einen Schokoriegel. Ich hab Hunger, esse ich mal einen Schokoriegel. Ey, vor allem, oh nein! Wie kann man eine Mundharmonika essen? Soll das gehen? Was soll das? Mui! The cheeky imp! He doused our goat! Then let's put out some lights of our own. Du musst wieder auf ihn schießen. Ja. Pfoten weg von meiner Ziege! Arschloch! Ach nee, mit denen gibt's auch ein paar gemeine Level. Nobody touch my Ziege. Da ist noch einer. Noch ein kleiner Hundsohn. Mein kleiner süßer Dämon, den schießt ich in den Arsch. Holla die, holla die, holla ho. Would you kindly bust a cap in those mother fudges before they douse the lights? Komm noch mehr von denen oder was? Alter, verpiss dich da. Ja, kletter du noch hoch. Nix da mit Finsternis. Finish talking about you kidnapping Paul. I didn't kidnap her. You hauled her out of a skip. Isn't that illegal in some states? What did she say? Nothing. Not for weeks. I was afraid to even touch her, you know. Like she didn't belong to me. To anyone. But something changed. There was a phone call. Warte, Magasier müsste gleich noch mehr zu Paula erzählen. Ja. Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei wie vielen Minuten? 53. Achso, okay, cool. Aber wenn du willst, ja, kannst du ja noch ein Stück spielen. Ja, auch sehr nett. Ich glaube, Garcia erzählt gleich noch ein bisschen was zu Paula wegen diesem Anruf. Warte mal. Mich würde auch mal interessieren, wahrscheinlich. Ah, Mann, scheiße. Aber wenn man hier drauf drückt, dann. Ja. Dann läuft er automatisch. Wahrscheinlich. Mhm. Hallo, ist Paula da? Ich bin's, der Herr der Unterwelt. Nein, sie ist nicht da. Willi! Wer weiß, vielleicht war es ja auch das Amt. Einwohnermeldeamt. Stimmt ihr Container noch? Speaking of phones, put that on hold, G. Halt, vor allem, warum müssen die immer die Ziegen antatschen? Ja, sie wissen, dass es uns dann behindert geht. Okay. Fuck, okay, was? Wo bin ich? Hä? Hä?
Warte mal, wo ist die Ziege? Links, 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 da oben. Oh, Scheiße mit der Scheiße. So, der ist mal tot. Dann haben wir eine Ziege anzünden. Und eben jetzt. Alter, ich hab auf ihn geschossen. Ja. Fuck. Oh, nein. Alter, ich renn der dümmste Idiot auf diesem Planeten. Schnell umdrehen und die Typen. Oh, Alter. Oh. Und schnell Lichtschutz auf den Typen. Verpisst euch doch, ihr dummen Kacknasen! Alter. Scheiße, Mann! Fick dich! Wenn ich dir eine reinhauen, würde ich dir eine reinhauen. Aber jetzt schieß mal einfach mal auf die Ziege und dann auf den Typen und ja, scheiß doch auf den hinter dir ist. Aber ich mag's nicht, wenn hinter mir einer rumkurvt. Oh nein! Oh ja, jetzt fresse Gas hier. Oh Gott, hat ihn gerade zwischen die Beine gebissen? Ja, ist auch so, ob er ihn einblasen würde. Tja. Oh Mann. Tot und glücklich. Nur hat Gas hier das nicht mehr mitbekommen. Wer weiß. Ja, sollen wir oh dann? Mann, ist das bekackt hier. Ja, kannst du jetzt mal versuchen, das Level da zu packen. Oh, ich will's wegdrücken. Ja, Krabbelspast. Dann kill den jetzt auf, egal was hinter dir ist. Sofort den Typen umbringen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch! Mann, verpiss dich! Hau ab! Oh, es geht auch schlecht, wenn zwei Idioten da im Weg rumstehen. Verpiss dich. Hau ab. Stirb doch mal. Alter. Ich schieß drauf. Du hast gesehen, ich hab drauf geschossen. Ich hab auf diese verfickte Scheiße geschossen. Ja, aber dein Schuss ist irgendwie am Gitter hängen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass so ein Schuss durch den Gitter durchgehen könnte. Aber es ist nein. So bekackt. Warum sollte der Schuss Wie auf das Gitter gehen? Wie oft hab ich mich da aufgeregt? Eine ganze Menge gerade. Nein, jetzt auch vorher, wo ich selbst gespielt hab. Ganz ruhig. Ich brauch gleich eine Cola oder West noch Weißwein oder sowas. Weil hier der. Ach, wie soll ich den Namen? Der Grüne. Der ist von der Kraft hier besser. Der macht den schneller kaputt. Ja, so. Lichtschuss. Alter, was Alter! Ist das? Was soll die Scheiße? Alter, was soll die Scheiße? Was soll das? Hallo? Ah! Habe ich den jetzt gerade mit dem Kopfschuss erledigt? Ja! Pass auf, da kommen bestimmt gleich noch mehr. Oder? Gut. Also die Ziege lebt. Alter. Im dümmsten Moment landet dieser Vollidiot nach. Yeah.
Alter, trifft doch den Kopf. Alter, was soll das? Alter, nimm das Grüne. What's this about a phone call? Me and Paolo were eating when the phone rang. Suddenly, she slams her fork down and says, "Don't answer it!" Creepy. First thing she ever said to me. But I got up to take the call. Johnson, you should have seen her. She jumped out of her chair, ran to the phone, and ripped it right off the wall. Whoa! Then she came and put her arms around me and started crying. It was the craziest, weirdest, sexiest thing I have ever seen. I have been hers ever since. Aha. Also niemals ein Telefon angehen, dann kriegt ihr die Weiber, oder was? Also Garcia sollte mal so Flirt-Tipps geben. Beziehungstipps. Warte! Alk! Alk! Schild! Schild! Warum gehst du denn so? Zähne töten. What? Demons don't like teeth? The gun laws here are very strict. Haven't you wondered why they don't shoot back? You and I are violating almost every rule in the book. Heck, I'm practically made of teeth. Aha. Okay, also ich jetzt nicht ganz verstanden, was es oh, jetzt tut mein Hals weh vom Aufregen. Was ist mit Erdbeeren zu tun hat? Dann trink lieber mal was. Nee, ich meine, Alkohol. Hast du gerade gesehen hier das? Warte mal, geh mal nach rechts, da ist bestimmt was. Expecting any phone calls? No, sorry. Maybe it's from Paula. Ja, ich ja schon. Ich wollte nur schnell Alkohol konsumieren. Ah. Ein roter Diamant. Rot. Den wir auf, so gleich select. Ich weiß. Select. Und ich würde sagen... Warte. Ach, die können wir jetzt auch aufwerten. Genau. Ja, was würde ich nehmen? Kapazität würde ich nehmen. Schaden oder Kapazität? Naja, ich würde allerdings... Nein! Was ist denn jetzt? Du kannst mir glauben, Waffen sind auch wichtig. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier diesen Lichtschuss nehme, ist die ein bisschen aufwerte. Mach doch. Dann eben Betäubungszeit oder sowas. Nee, also. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt auch lieber mal ein bisschen Gesundheit auf. Aber Waffen. Dann ist nimm besser. Gesundheit. Ach, ich mach Schaden. Mann. Also. Beim Boner. Das Dumme ist, es ist. Man muss echt wirklich sehr klug mit diesen Dingern umgehen, weil es sind echt. Man kann sie zwar auch kaufen, nur jetzt im Gegensatz zu leicht. Es ist sehr schwer zu kriegen. Paolo, is that you? When will this fucking torture end? From Hottie to Hamburg. Just oh, telefon. Hallo? Ich ruf Paula an. Paula! Mach Essen! Lecker. Nichts mehr übrig. Hey, ein Fest! Glaubst du, sollten das jetzt auch so beenden? Ja, also wir gehen jetzt in diese Stunde zum Fest, was gerade für uns wohl geschmissen wird. Aber erstmal gucken, was das ist. Fireworks! We could use these to chase away the darkness, at least in short bursts. Du musst da hingehen. Du musst da hingehen! Ja, mach ich doch. Just look at them. Fiery sprinkles in a great big chocolatey sky. Johnson, shut up. Jetzt wüsste ich nur gerne, wo ich hin muss. Ah, du kannst da nicht hin, wenn du finsternis ist. Hi. Garcia kommt. Ah, du kannst doch auch nur schießen, wenn Finsternis ist. Hä? Oder? Okay.
Magnifico. Was geht mit dem... Oh mein Gott. Was soll das? Wieso kann ich mehr Krampf auf den scheiß Kopf zu schießen? Wieso? Dann gehen die Viecher sofort drauf. Ja, manchmal trifft man auch nicht. Oh mein Gott! Ich hab grad gedacht, was ist das? Warum triffst du mir so gut die Köpfe? Weiß ich nicht. Dann kann ich eigentlich mit dem Xbox nicht so gut zielen und schießen mit dem Pad. Schießt doch. Okay, sollte jetzt wirklich aufhören. Ja. Also, dann drücke ich mal auf den Startknopf. Und ich hole mir gleich Essen und trinken. Ja. Gott hat nämlich der Gegner mich aufgeregt. Also ich schätze mal, wir können dann noch 4 Waffen freischalten oder 7? Waffen? Ja. Jetzt? Oder was anderes? Nein. Ich glaube, die 3 Waffen, die wir jetzt haben, die haben wir auf. Die werden im Laufe der Zeit nur noch mit besser? Blauen Juwelen abgegradet. Ja. So weiterentwickelt. Ich meine jetzt nur, weil Johnson hat ja noch ja da an der Stirn noch 4 Löcher frei und am Kinn noch 2. Ich glaube, mit diesen Dingen werden gleich nur die Waffen entwickelt oder so. Ah, okay. Wie bei Pokémon. Welches Pokémon frisst Kristalle? Weiß ich nicht, es gibt bestimmt eins. Bei diesen 100 Millionen. Naja. Also Leute, ich hoffe, wir haben uns jetzt ein bisschen besser angestellt als letztes Mal. Ja. Oh, ich ärgere mich so, dass ich die nicht getötet habe. Alles oh, okay. Oh Mann. Ich bin ein Idiot. Du wirst bestimmt in den nächsten paar Stunden besser. Ja, vor allem, wenn noch mehr Arschlöcher kommen. Ich bin ja da. Keine Panik. Du bist wieder hier. Ja. In meinem Revier. Hast dich nur versteckt. Ich kann den Text nicht. Deswegen summ ich mal irgendwas vor. Tschüss. Und auf sage, Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Bis dann.